Lichter draufhalten. Den Führung. Marschflugkörper hat Startfreigabe. Haben die Kontrolle. Feinde über diesen Eingang. Ziel ausgeschaltet. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Adrian, aka Gameplay Soccer, und heute geht es mal um die erste kostenlose DLC-Waffe Rinderti aus dem Battle Pass zur Season 3. Diese kriegt ihr ja auf Battle Pass Stufe 15, ist eine Gratis-Waffe und somit für jedermann verfügbar. Es ist eine Sekundärwaffe und wer denkt, oh, nur eine Pistole, tja. Der hat selber Schuld, wie ihr vielleicht schon an den Anfangsclips gesehen habt, geht diese ganz gut nach vorne. Und wie ihr diese spielt, zeige ich euch einmal in dem Video. Und zwar gibt es insgesamt drei Arten, wie ihr dieses spielen könnt. Fangen wir mit der einfachen Art an, die ihr auf schnell freischaltet. Und zwar habe ich da einmal unterdrücktes Mündungsfeuer drauf, den MK1 Wettkampf, Lauf, den leichten Abzug, 21er Schussmagazin und den XRK Pro Grip. Damit habt ihr zwar Single-Schuss, und ich betone, Single-Schuss, seid ein bisschen ein Nachteil, aber es ist eine sehr starke Secondary, kann auch als Hauptwaffe verwendet werden und so kriegt ihr wahrscheinlich auch den einen oder anderen Gegner niedergemetzelt. Die zweite Option, die Waffe zu spielen, ist im Battle Pass Stufe 85 mit Skin verfügbar, dafür müsst ihr euch den Battle Pass kaufen. Ihr könnt diese Waffe jedoch auch so 1:1 nachbauen. Und zwar gehen wir dafür einmal in die Waffenklasse und hier seht ihr sozusagen das, was auch auf diesem Waffenskin in Battle Pass Stufe 85 zu sehen ist. Eine Sache habe ich jedoch verändert und zwar habe ich den Qualitätsabzug hier aufgepackt bei meiner Version, die dritten Version, statt den leichten Abzug. Fangen wir mal an. Desperados Pro Kompressator als Mündung drauf, die MK3 Salven Mod als Lauf aufgepackt für einen schönen Dreier Salvenburst. 27 Schuss, damit das nicht allzu schnell leer geht, weil der Dreier Salven-Shot frisst doch schon ganz schön Munition. Aber ich finde, da es eine Pistole ist, lässt sich gut und schnell nachladen. Der XRK Pro Grip ist auch wieder mit am Start. Denn der Qualitätsabzug meines Erachtens ist ein bisschen besser, weil er die Schussrate nochmal erhöht. Das heißt, ihr könnt noch mehr Salven nacheinander abschießen und habt eine bessere Zielstabilität. Auch sonst könnt ihr den leichten Abzug nehmen. Da habt ihr auch eine erhöhte Schussrate, aber keine Zielstabilität. Dafür habt ihr aber bei dem Qualitätsabzug eine schlechtere Position aus der Hüfte. Muss jeder wissen, wie er es mag. Und ja, das ist soweit zur Waffe, beziehungsweise wie man sie spielen kann, die drei Arten und wie diese Waffe nach vorne geht, das zeige ich euch jetzt gleich im Game. So, wir spielen eine Runde Team Deathmatch auf der Map Backlot aus Modern Warfare 1, dieses Jahr in Season 3 neu dazugekommen und als erstes probieren wir die etwas leichtere Variante aus und zwar die ihr relativ schnell freischaltet, die doch Single Shot hat. Also die Bauvariante 1, wie ich euch sie vorgestellt habe. Wie ihr hier ganz gut sehen konntet, könnt ihr die Gegner ziemlich easy wegpisteln. Dazu müssen wir aber allerdings auch einen Gegner finden. Ja, Aim müsste man auch können. Kapi? Oh, let's go! Nein, nachladen! Oh, let's go! Hier können wir schon einigermaßen erahnen, wie stark. Oh nein, ich wollte die Drohne zünden. Aber egal, kein Gegner weit und breit. Wie stark diese Rinderti eigentlich ist im Single Shot. Und glaube, Freunde, wartet ab, bis wir gleich den Salvenmod ausrüsten. Vorher holen wir nochmal kurz den Harrier auf Nass. Zack, bam, Harrier ist draußen auf Nass und wir können einfach so durch die Gegner durchrasieren. Einfach zu strong, diese Waffe. Also für eine Pistole ist sie halt schon echt stark. Einziger Nachteil, ihr müsst halt treffen, ne? Das ist der einzige Nachteil. Wir hauen an dieser Stelle einmal den Vitol-Jet raus.
auf nass. Und würde ich sagen, testen wir die zweite Waffenvariante. Und zwar mit dem Burst, und zwar meine. Mit dem Qualitätsabzug. Leichter Abzug, verändert sich nicht sehr viel dran. Nur, dass ihr halt währenddessen ihr Ziel weniger Zielstabilität habt. Let's go! Seht ihr, wie stark diese Waffe einfach ist? Ist viel zu overpowered eigentlich. Wenn man davon ausgeht, dass es eine fucking Zweitwaffe ist. Oh ja, schade, schade. Aber hier seht ihr, ey, wie stark, geisteskrank stark einfach diese Waffe ist. Jetzt kann natürlich viel sagen, oh mein Gott, die Waffe ist voll overpowered. Aber ich muss ganz ehrlich mit euch sein. Wie ihr seht, auf Distance ist sie nicht ganz so gut, ist halt auch nur eine Pistole. Und erstmal auf Waffenstufe Level 46 zu kommen und der Battle Pass Stufe 85 dauert natürlich auch. Und teilweise hatte ich echt meine Probleme mit dieser Waffe, weil sie teilweise einfach so underrated gegen gute Gegenspieler ist, die eine vollautomatische Waffe spielen. Doch hier doch mit dem Dreier-Burst. Jetzt schreibt mal gerne eure Meinung. Habt ihr ihre Netflix schon freigeschaltet im Battle Pass? Und wenn ja, hast du es schon gespielt und welche Waffenvariante spielt ihr sie? Und findet ihr, dass die Renetti zu strong ist? Ich starte mal hier oben erst eine Abstimmung. Dort könnt ihr einfach mal ja oder nein angeben. Als nächstes schnappen wir uns dann auch mal die SKS. Die schalte ich demnächst frei im Battle Pass. Und darüber wird es natürlich auch ein Video geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Vor allen Dingen, wenn euch die Videos gefallen, um mich zu unterstützen, ist kostenlos. So kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn neue Videos von mir online kommen. Oha, der Killfeed. Erstmal drei Triple Kill gemacht, bevor ich geblendet war. Komplett die Ehre genommen. Oh, wie hart kann man eigentlich campen? Aber das Gute in diesem Spiel mittlerweile ist, dass die Camper, die seit Anfang an campen, ja nicht wirklich besser werden, weil sie halt campen. Und wenn man ein bisschen rumläuft auf der Map und seinen Waffen-Aim, generell sein Skill, ein bisschen angehoben hat, hat man eigentlich relativ gute Chancen gegen die Camper. Okay, jetzt habe ich veraimt, das war natürlich bestes Beispiel. Ja, 29 zu 18, es gab schon bessere Runden, aber eine 1,6er KD in MW ist eigentlich nicht schlecht für den Multiplayer. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Renetton in die Kommentare. Habt ihr sie freigespielt und wie strong findet ihr sie? In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag auf YouTube oder in Real Life. Ciao, euer Artyan, aka Gameplay Zocker. Wash your mind, take the call behind, take this to the land.